Wir sind hier in der wunderschönen St. Laurentiuskirche in Wattens im Tirol. Das hier ist die größte Pflügerorgel im Tiroler Land, hier in Österreich. Und die Orgel ist von 1986 und hat aber einen historischen Prospekt, der wirklich größtenteils noch aus dem 18. Jahrhundert ist, aus dem Entstehungsjahr der Kirche. Das heißt, die Bögen, die Ohren, die Türme, die Bordiere, das alles ist aus dem 18. Jahrhundert, also historisch. Und sogar zwei Register, nämlich die Hohlflöte 8 und auch die Hohlflöte 4, sind noch von der Vorgängerorgel. Pflüger gibt es leider auch nicht mehr, seit 2015 aufgelöst, insolvent gegangen leider. Aber dies eben, wie gesagt, ist die größte Orgel, die er gemacht hat hier im Tiroler Land. Und wunderschön finde ich immer diese Koppeln, wenn man sozusagen rauszieht. Hier oben ist das Hauptwerk, dann ist es nicht gekoppelt und wenn man wieder reinsetzt, dann ist es gekoppelt. Also kann das natürlich nur machen, wenn man nicht spielt. Nicht gekoppelt. Es ist sehr schön, leichtgängig, süß gemacht hier auch im Pedal mit diesem Schwung. Aber auch die ganze Kirche an sich, was wir stehen, sagt uns zu erinnern, ist sehr besonders gemacht mit den Kronleuchtern von Swarovski und ja, einfach diese barocke Stil noch. Und hier Wattens, das ist etwas größer als ein Dorf. Eingekesselt von diesen wunderschönen Bergen, Schnee bedeckt, nennt man Markt. Und das kann man hier auch sehen. Gestiftet von der Gemeinde Wattens aus Anlass der Markterhebung im Jahr 1985 ist diese Orgel hier gestiftet worden. Markterhebung heißt, das hier ist eben eine Marktgemeinde mit mindestens 8000 Einwohnern, etwas mehr als ein Dorf. Und überhaupt hier im Tirol denken die Leute eher an Täler. Sie sagen, aus welchem Tal sie kommen, bevor sie sagen, aus welcher Stadt oder aus welchem Dorf sie kommen. Das finde ich auch sehr süß. Ja. Sonst ist hier in Tirol meistens Pirchner Orgelbauer, alles überschwemmt mit dem Orgelbauer Pirchner. Aber hier haben wir mal eine Pflügerorgel, das finde ich schön.